Ja, liebe Rasenfreaks, hier jetzt endlich mal ein paar Infos zur Bodenanalyse 2.0 von rasengrün.de. Schaut euch mal das an hier, die Bodenanalyse, wie ich sie damals gemacht habe. Ich habe es einfach nicht geschafft, die nun endlich mal zu veröffentlichen. Hier ein paar wesentliche Informationen dazu. Eine total interessante und wesentliche Erkenntnis war, mein pH-Wert ist zu niedrig. So, Freaks, es ist wieder brutal warm. Ja, liebe Rasenfreaks, da ist sie, die Bodenanalyse 2.0 von rasengrün.de. Da ich hier eine kleine Umsatzbeteiligung an den Produkten von rasengrün.de erhalte, ist das hier mal wieder ein kleines Werbevideo. Ja, das muss ich sagen. Und dazu stehe ich auch, denn das, was ich bekommen habe, ist super. Ein fettes Pamphlet, ich habe das mal ausgedruckt. Ein richtig fetten Bericht zu meinem Boden, zu dem, was ich hier mit meinem Rasen tun sollte. Es gibt drei verschiedene Pakete bei rasengrün.de. Basic, Premium und Ultimate. Die teuerste Variante, das ist hier das Ergebnis der teuersten Variante. Da ist ein ganz spezielles Bodenassessment mit drin. Das heißt, ihr füllt einen Fragebogen aus und schickt auch Fotos zu rasengrün.de. Und daraufhin gibt es eine ganz individuelle Empfehlung, was ihr tun könnt, um euren Boden zu verbessern, um euren Rasen schön zu kriegen. Ja. Das Ergebnis hat vier Dimensionen, wie er so schön geschrieben hat hier. Erstens eine Bodenanalyse, das ist natürlich das Wichtigste. Wir wollen wissen, was ist denn mit meinem Rasen los? Dann ein Düngeplan, wie sollte ich düngen auf Basis der Bodenanalyse? Ein Bewässerungsplan, wie kann ich bei meiner Wasserdurchlässigkeit, bei meiner Wasserspeicherfähigkeit im Boden optimal bewässern? Und dann auch einen allgemeinen Pflegeplan. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst und möchte euch nun hier die interessantesten Erkenntnisse zu meinem Boden mitteilen. Das erste ist, mein pH-Wert ist zu niedrig. Gibt es denn sowas? Ja, ich habe gedacht, der liegt so zwischen 6 optimal. Der liegt bei, lass mich schauen, mal gucken, hier ist die Bodenanalyse, bei 4,3. Ich habe einen pH-Wert von 4,3. Das ist schockierend. Das ist eine Katastrophe. Ich habe einen sandigen Boden, das habe ich gewusst. Ich habe natürlich das Risiko dadurch der Nährstoffauswaschung. Wenn ich zu stark und zu viel wässere, dann schwemme ich die Nährstoffe in die tiefen Bodenschichten weg und der Rasen kommt nicht mehr dran. Und mein Phosphorgehalt ist etwas hoch. Okay, dann gibt es hier Empfehlungen, kaliumbetonte Düngung, weil mein Kaliummangel auch erkennbar ist. Ja, die wichtigsten Bestandteile bei der Rasendüngung sind natürlich Stickstoff, Phosphor und Kalium und auch das Magnesium. Und er sagt hier, dass mein Kaliumgehalt sehr niedrig ist und auch meine Magnesiumversorgung zu niedrig sind, sowie mein Eisenwert sehr schwach ist. Daraufhin habe ich vor den Sommerferien eine Eisendüngung vorgenommen. Jetzt werde ich kalken, um meinen pH-Wert hochzuziehen. Und im Herbst empfiehlt er, das finde ich sehr spannend, habe ich noch gar nicht so richtig gewusst, er empfiehlt mit dem sogenannten Patent-Kali im Herbst zu düngen. Das ist eine Mischung aus Magnesium, aus Kalium und Magnesium. So, das hier alles mal schön zusammengefasst. Auch eingegangen auf natürlich meine Düngungen und meine Bewässerungen, hat er mich nur gelobt. So, dann kriegt man hier ein sehr ausführliches Dokument zur Bodenanalyse mit einem entsprechenden Düngeplan dazu. So sieht das dann aus. Da kommen erstmal die ganzen Messwerte. Wie sehen denn nun meine Messergebnisse aus? pH-Wert 4,3, das ist zu niedrig, ne? 6 ist ideal. Phosphor habe ich 16. Soll 15, ist so optimal. Kalium 8.
soll 10 bis 20, ist zu wenig. Magnesium 3,2 soll 4 bis 7, ist zu wenig. Bor zu wenig. Eisen 25,7 soll 30 bis 150, also auch deutlich zu wenig. Kupfer ist in Ordnung. Mangan ist stark überversorgt. Ja, kann man auch nicht viel machen, glaube ich. Und Zink ist auch etwas überversorgt. Ja, dann gibt es hier noch so schöne Tabellen, ob ihr sehen könnt, wo nochmal jeder Wert, jedes Ergebnis nochmal genau erklärt ist, was beeinflusst diesen Wert, hier der pH-Wert, häufige Ursache von schwacher Grünfärbung und Blattchlorosen der Gräser, mangelnde Nährstoffaufnahme, Phosphor. Sollte man sich, er schreibt hier, Phosphor sollte man reduzieren aufgrund der Poanua. Und deswegen habe ich auch noch vor dem Sommer einen phosphorfreien Stickstoff-Kaliumdünger gestreut, ohne Phosphor. Kalium reguliert den Wasserhaushalt. Da muss ich richtig, richtig, richtig reingehen. Also Kalium ist echt ein Riesenthema. Ja, Magnesium ist auch zu wenig. Dann gibt es hier noch die Spurennährstoffe in so einer schönen Übersicht. Wenn man also genau weiß, was seinem Boden fehlt, gibt es dann einen Düngeplan. Einmal auf Basis der Hochschule Weihern-Steffen-Treusdorf, Düngung im Garten. Lass mich wegfliegen hier. Und einmal auf Basis handelsüblicher Rasenvolldünger. Also zwei verschiedene Pläne, das finde ich sehr cool. Und dann nicht zuletzt genau die Empfehlung, wie viel Stickstoff, Phosphor und Kalium und Magnesium pro Jahr zu düngen sind. 23 Gramm pro Quadratmeter, sagt er hier. Das passt ziemlich gut. Phosphor 7 Gramm, Kalium 12 bis 18 Gramm und Magnesium 5 Gramm pro Quadratmeter. Und auf dieser Basis empfiehlt er halt die Jahresdüngung. Sehr coole Sache. Ja, das zum Thema Düngung und Nährstoffe im Boden. Dann gibt es hier einen sehr ausführlichen Bewässerungsplan und das war auch interessant und neu für mich. Und zwar geht er natürlich im Zusammenhang mit der Bewässerung nochmal auf das Thema Boden an, Bodenart Sand, richtige und wichtige Basis für die Bewässerung, dann der pH-Wert, dann welche Voraussetzungen hat man, habe ich eine Bewässerungsanlage, habe ich keine Bewässerungsanlage, womit wässere ich, mit Grundwasser, mit Frischwasser, das ist ganz wichtig. Wie alt ist der Rasen? Aerifiziere ich oder vertikutiere ich oder sande ich? Ja, dann wird genau erklärt, wann idealerweise zu bewässern ist und welche Menge zu bewässern ist. Ja, und dann gibt es zwei Werte, die ich auch noch nicht kannte, und zwar die verfügbare Feldkapazität Ihres Rasenbodens. Was heißt das? Das ist die Wassermenge, die der Boden gegen Schwerkraft festhalten kann. Die liegt bei 9. Genau, die Feldkapazität sagt, ich sollte nicht mehr als 9 Liter pro Quadratmeter in einer Sprengung bewässern. Also maximal 9 Liter, nicht 10 oder 15. Aufgrund meines sandigen Bodens sollte ich gar nicht so viel auf einmal bewässern, weil der Boden das Wasser überhaupt nicht richtig aufnehmen und festhalten kann. Sehr interessant. Und dann die Wasserdurchlässigkeit des Bodens ist natürlich auch abhängig vom Boden selber. Vor allen Dingen bei sandigen Böden ist die Wasserdurchlässigkeit relativ hoch. Da habe ich jetzt einen Wert von 20 mm pro Stunde. Sickert das Wasser also durch den Boden durch. Und was ich noch sehr cool fand, war, wie man also die Gesamtmenge, also jetzt die 9 Liter pro Quadratmeter, in einer Bewässerungsphase aufbringen soll. Und zwar sagt er hier, ich soll nach der 20-40-40-Regel arbeiten. Das heißt, bei der ersten Gabe 20%, dann der Gesamtmenge, 20% der Gesamtmenge, dann eine Stunde warten, dann 40% der Gesamtmenge, dann eine Stunde warten und dann nochmal 40% der Gesamtmenge. Und dann habe ich den Boden optimal bewässert, optimal durchfeuchtet. Das ist cool, das wusste ich auch noch nicht. Gut, in Abhängigkeit der Tagestemperaturen gibt er noch die Häufigkeit an, den Zyklus, wie oft man pro Woche bewässern soll.
Bei größer 30 Grad muss ich schon jeden zweiten Tag bewässern, aufgrund meines durchlässigen Bodens. Das finde ich auch total spannend. Und das Wichtigste, was man braucht, ist ein Regensensor. Sehr cool. Ja, da gibt es noch ein paar so allgemeine Informationen zu Sanierung, zu Vertikutieren, zu allen anderen Dingen. Und das ist schon ein fettes Paket. Ja, soweit das Thema Bodenanalyse 2.0, zweiter Teil. Kann man das ganze Jahr über machen. Man sollte 6 Wochen nach der letzten Düngung seine Bodenprobe ziehen und dann kann man die Bodenanalyse bei Rasengrün einreichen. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit Bodenanalysen. Ich werde natürlich diese Informationen für meinen Düngen- und Pflegeplan hier berücksichtigen und hoffen, dass dann der Rasen noch viel schöner wird, als er jetzt schon ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das kleine Werbevideo zum Thema Bodenanalyse. Euer Rasenfreak. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.